Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ein besonderes Video, denn ich zeige euch, an was ich jetzt seit knapp 4 Monaten im Prinzip gearbeitet habe. Von der Grundidee über die technische Umsetzung, über das Befüllen mit Inhalten. Natürlich hatte ich Hilfe, ich bin technisch da jetzt nicht so versiert, aber ja, ich denke, es ist sehr gut gelungen. Was das sein wird, das erzähle ich euch gleich. Falls euch das Video gefällt, lasst mir gerne den Daumen nach oben da, gerne auch ein Abo und aktiviert die Glocke, um kein neues Video mehr zu verpassen. So, ich hoffe, der Autofokus ist nach wie vor da. Wir hoffen das einfach mal. So, bin ich im Bild? Ja. Wir fangen an. Welches Thema ist das? Ganz einfach. Ich habe mir gedacht, YouTube macht Spaß, YouTube ist cool, wir sind eine wachsende Community. Ihr beteiligt euch in den Kommentaren, ihr schaut die Videos, ihr lasst Daumen da, wenn euch das Video gefällt oder auch mal nicht gefällt. Ihr übt konstruktive Kritik, ihr gebt Tipps und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind eine gewachsene, coole Community, die noch im Wachstum sich befindet und hoffentlich dann bald auch noch die 3000er-Marke knackt, um weiter auf den Weg zu 15 und ja, 15.000 und alles, was darüber liegt, uns weiterhin zu begeben. Mir reicht aber letztendlich eine Plattform nicht aus. Warum? Ich möchte nicht abhängig sein von YouTube. Ich möchte nicht derjenige sein, dem YouTube vorgibt, was er zu tun oder zu lassen hat. Wenn ich über Uhren berichten will, dann berichte ich über Uhren, und wenn ich über Messen berichten möchte in Bezug auf die aktuell schwierigen Zeiten, ich kann das Wort leider nicht aussprechen, da sonst der YouTube-Algorithmus dieses Video als nicht so gut monetarisierbar und dadurch nicht so gut im Algorithmus rankt. Wenn ich darüber berichten möchte, dann tue ich das. Und das geht eben leider nicht immer. Ihr habt es an dem Beispiel eben gerade diese umständliche Formulierung meinerseits gesehen und gehört. Und des Weiteren bin ich da dabei, mich immer mehr in die Nische der Mikrobrands einzufinden. Es macht einfach unheimlich Spaß, junge Brands dabei zu begleiten, wie sie den Markt betreten, wie sie hoffentlich bestehen bleiben, wie sie hoffentlich wachsen können und dabei eben auch Beistand und Unterstützung zu leisten, in welcher Form auch immer. Das sind dann natürlich Videos, die werden jetzt nicht so stark geklickt wie andere Videos, die sich einfach nur auf reines Rolex- und Investment-Themen breitgetrete beschränken, ohne da jemand nahe treten zu wollen, denn das kann jeder für sich selber entscheiden. Letztlich ist das aber nicht das, was ich tun möchte. Trotzdem finde ich, habe ich eben durch meine Arbeit, die ich reinstecke, einen Anspruch darauf, auch ein gewisses Feedback zu kriegen und ein gewisses Wachstum zu kriegen, denn ich versuche und bemühe mich sehr, euch ordentliche Arbeit zu liefern. Das alles jetzt als Vorgeplänkel, letztendlich hat all das dazu geführt, dass ich mich eben unabhängiger machen will. Das ändert nichts daran, dass ich euch regelmäßig, wenn es geht, einmal die Woche mindestens bei YouTube mit Inhalten beliefer. Das hat allerdings trotzdem dazu geführt, dass ich jetzt meine eigene Homepage ins Leben gerufen habe. Ihr habt richtig gehört, unter www.flomp89.de seht ihr jetzt, was ich im Prinzip die letzten Monate gemacht habe. Ich habe auch ein bisschen weniger kommentiert unter meinen Videos, deswegen sorry dafür, aber die Zeit ist einfach nur begrenzt verfügbar, gerade auch für so Sachen wie eben die Uhrengeschichte und YouTube, und dementsprechend musste ich mir das gut einteilen. Und das zweite Projekt, eben die Homepage, ist jetzt abgeschlossen. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ich versuche hier mal ein paar Bilder mit einzublenden von der Homepage. Wenn das geklappt hat, seht ihr sie jetzt gerade am Rand. Wenn nicht, dann schaut doch einfach schaut einfach mal vorbei. Macht euch selber ein Bild. Es wird regelmäßig Blogbeiträge geben. Es gibt einen Shop. Falls ihr selber in der Position seid, einen Handel zu betreiben oder in irgendeiner Form im Luxusuhrenbereich oder generell im Uhrenbereich, auch Startups und kleine Brands sind da herzlich willkommen, euch zu bewegen und Social Media Beratung braucht, seid ihr auch da bei mir an der richtigen Adresse. Und ich hoffe, euch einfach einen Mehrwert bieten zu können mit dieser Homepage parallel zum YouTube-Universum und vor allem unabhängig davon. Also das soll unabhängig davon fungieren. Themenmäßig kann es natürlich sein, dass es mal Überschneidungen gibt. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Trotzdem möchte ich euch damit eine zweite Plattform bieten, auf der ich euch Inhalte und hoffentlich auch einen Mehrwert und auch gelegentlich tatsächlich das ein oder andere schöne Produkt liefern kann. Ich bin jetzt sehr gespannt, was ihr zur Homepage sagt. Hoffe, ihr freut euch darüber. Hoffe, ihr nutzt sie. Also, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, dass, wenn ihr regelmäßig draufklickt, dass wir die Homepage damit dann bekannter machen können, auch vielleicht für Hersteller und Händler interessanter machen können. Ja, und ihr dann davon profitiert, dass ich mehr Reichweite dadurch generieren kann und vielleicht für euch bessere, schönere, tollere Uhren als bisher schon, und natürlich vor allem regelmäßig auch die Uhren zur Schau stellen und für euch reviewen kann. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Ich bin super zufrieden mit dem, was ich bisher zur Verfügung gestellt bekomme, was ich bisher filmen darf, aber das soll natürlich nicht abreißen. Und gerade jetzt in Zeiten, wo eben auch Messen abgesagt werden,
die Neuheiten sehr vereinzelt präsentiert werden, ist es umso wichtiger für uns Online-Journalisten bzw. YouTuber, Blogger, wie auch immer man das nennen will, Influencer, ist immer so ein komischer Begriff, aber ihr wisst, was ich meine, dass wir eben regelmäßig guten Content für euch kreieren können. Das geht nur über Reichweite, über Kreativität und letztlich über dann daraus resultierende gute Partnerschaften zu Händlern und Herstellern. Ich freue mich über jeden, der meine Seite besucht, freue mich über euer Feedback und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.